Darf ich noch mit Ihrer Aufmerksamkeit bitten nach diesem wirklich spannenden Spiel heute? Haben wir es heute relativ schnell gemacht, unsere Trainer und uns auch deswegen, weil wir so freuen uns. Radis, sein Erfolg für den Urlaub, denkt man heute nach, ob er morgen früh noch antreten will. Ja. Und er möchte gern, gern schnell nach Hause gehen, deswegen machen wir es nicht. So, noch ein klein bisschen, dann sind wir fast soweit. War spannend. War es Pech? Oder war meine Freiburg um 2 Tore besser? Und das ist eine sehr komplexe Frage, also es war spannend, müssen wir mit der beantworten. Pech ist immer relativ. Und letztendlich muss man sagen, wenn Freiburg 2 Tore mehr geworfen hat, dann sind die 2 Tore. Allerdings sage ich jetzt, bei uns ist es halt so, das, was uns schon die ganze Spielserie verfolgt, das hat sich hier auch in Freiburg bestätigt. Eine relativ gute erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich immer einfach zu viele individuelle Fehler gemacht und deshalb haben wir den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen und der hat das gut rausgemacht. Andreas, Analyse, die gleiche? Nein, das ist genau anders. Und richtig sprechen. Bei uns ist es genau andersrum. Die ganze Saison eigentlich schon, dass wir in der ersten Halbzeit Probleme haben, ins Spiel zu finden. Erste Halbzeit eigentlich immer schlecht spielen. Das war eigentlich zog sich durch alle Spiele und das war heute. Wir hatten es uns eigentlich wirklich vorgenommen in der ersten Halbzeit, um die Grundlage zu legen für den Sieg, also bereits in der ersten Halbzeit, haben wir aber heute wieder nicht geschafft und deswegen musste wieder die zweite Halbzeit herhalten. Aber selbst da, nach der 5-Tore-Führung, haben wir es uns wieder unnötig schwer gemacht. Also man kann wirklich sagen, warum leicht machen, wenn es so schwer geht, weil das muss einfach nicht sein. Wir haben die Chancen, wir werden sie vorne hinkriegen, dann hinten auch einfache Tore rein. Wir sind natürlich froh und zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir wussten, dass es ganz schwer wird, hatten wir letztes Jahr schon gesehen, dass wir hier auch erst in der Schlussphase 31-28 gewonnen haben und in Radis mit ganz, ganz viel Glück in den letzten 2 Minuten noch einen Ausgleich oder in der letzten Minute noch einen Ausgleich gemacht haben, bei 2 Tore Rückstand. Also ist, wie schon gesagt, jetzt war das klar, dass das ein ganz anderes Kaliber ist als letzte Woche nach Wittenberg zum Beispiel. Ja, wenn das ein anderes Kaliber war, Warum ging es dann so eng her? Vor allem deswegen, ich denke mal ganz einfach, Andreas, hat das Spiel an den Außen ist das ein bisschen vorbeigegangen heute? Ja, ich denke, man merkt, dass es Martin Kovac ein ganz starker Individualist ist, der auch, ich denke, heute 7, 8 Tore gemacht hat, aber man merkt, es dauert seine Zeit jetzt, bis er in der Mannschaft dann wirklich auch integriert ist als Mittelspieler. Das ist eigentlich mit die wichtigste Position. Und wenn er mit Mürschi spielt, das ist individuell 1 gegen 1. Also so wie er es gewöhnt ist auf seinem Niveau. Aber da müssen sich die Halbspieler auch erst anpassen, sage ich mal. Martin muss sich anpassen, aber die Halbspieler müssen sich auch erst auf das Spiel einstellen. Weil Martin, das Spiel ist langsamer. Also er spielt langsamer, aber dafür eben auf den Punkt. Und das kann er mit Mürschi besser als zum Beispiel mit Max. Mit Max ist mit Steini, da ist ein ganz anderes Tempo drin. Und das zusammenzuführen, das ist eben nicht so ganz einfach, zumal Martin ja die ganze Vorbereitung ausgefallen ist. Und deswegen hat man ja eigentlich auch die vielen Testspiele in der Vorbereitung angesetzt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das so nach und nach von Woche zu Woche letztendlich verbessern. Aber es ist noch das Problem, das wir letzte Woche gesehen. Denke ich, hat man auch vor 2 Wochen zu Hause gesehen und hat man auch heute wieder in der Anfangsphase gesehen. Dann. Er hat am Anfang die Tore gemacht, aber durch Einzelaktionen nicht aus dem Spiel heraus. Und das wissen wir, das muss man jetzt versuchen in den nächsten Wochen, Monaten, kann dauern. Du hast vorhin angesprochen, die völlig individuellen Fehler in der zweiten Halbzeit. Ich denke, auch unabhängig davon hat die Mannschaft doch versucht, heute eigentlich das umzusetzen, was du vermutlich denen auch den Weg mitgegeben hast in der zweiten Halbzeit. Liegt es ein bisschen noch an dem jugendlichen Leichtsinn bei manchen Spielern, dass sie doch ein bisschen mehr Geld zahlen müssen an mancher Stelle? Also ich denke mal, das ist ein ganz entscheidender Faktor, denn wir haben 2018-Jährige, 2019, 2020-Jährige. Die sind zwar gut individuell, aber die haben halt auch die Fehler ein bisschen in bestimmten Situationen Erfahrung oder Nervenstärke und dann schleifen sie hin und wieder Fehler ein. Aber im Prinzip bin ich mit deren Auftreten ja ganz zufrieden, muss man einfach mal so sagen. Für mich persönlich war der Ausschlag in dieser Partie, das was ihr gerade angesprochen habt, ich kenne die Freiburger Spieler so einzeln nicht so mit den Namen, aber die Nummer 30, das ist einfach so. Er hat nachher den entscheidenden Unterschied. Außer nach, was der so in 1-1 oder in 1-Aktion
letztendlich führt so dazu, dass man für mich das total schlecht, dass wir den nicht so richtig in Richtung kommen haben, dass da nichts fehlt. Absicht. Den Spiel haben wir auch deswegen, denke ich, auch geholt, um genau diese individuelle Geschichte natürlich auch in der Mannschaft auch dann vorbeizubringen. Sonst hätten wir den nicht holen müssen. Ich denke deswegen, diese Individualität, die er einfach bringt, ist einfach für, denke ich, für die Mannschaft auch wichtig. Und er ist ein Führungsspieler. Er wird einer genauso, wie denke ich, wie hier schon. Frage nochmal dazu. Heute auf rechts außen, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, Erik ist schon ein bisschen weit weg heute. Ja. Er hat Chancen gehabt, große Chancen. Und trotzdem hat diese funktioniert. Wie lange spielt er überhaupt? Wir wissen, er macht seine Weltreise, demnächst geht er auf Weltreise und deswegen vielleicht hat er im Kopf schon, ist er schon in Malediven vielleicht. Nein, das denke ich eigentlich nicht, wer weiß, oder wer ihn Erik kennt, der weiß, dass er immer mit vollen Herzen dabei ist und ich denke eher, dass er es zu gut machen wollte, weil er hat letzte Woche auch bis auf die Schlussphase einige glasklare Chancen vergeben und wir haben es die Woche auch immer wieder freie Gegenstöße trainiert im Mannschaftswettbewerb. Und ich denke, Erik, der war eher zu verkrampft, er wollte es zu gut machen. Und ich denke, in der Deckung, wie schon gesagt, vorhin waren ein paar Fehlwürfe zu viel gewesen, aber in der Deckung hat er trotz allem dort wieder seinen Mann gestanden. Und das ist ja, war auch, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit mit ausschlaggebend, dass wir in der ersten Viertelstunde gegangen, also wenig Gegentore kassiert hat, im Zusammenspiel natürlich mit Johannes und mit Hannes im Tor, was wunderbar funktioniert hat. Und das war, denke ich, auch ein ausschlaggebender Punkt, dass wir in der ersten Halbzeit in der Deckung auch individuell zu viele Fehler im 1 gegen 1 gemacht haben. Kurz vor der Halbzeit noch so ein einfaches Tor von 13er kriegen im 1 gegen 1. Und das war letztendlich die erste Viertelstunde auch in der Deckung ganz, ganz wichtig im Zusammenspiel mit Tor. Und da ist eben noch der Erik von seiner Ausstrahlung, von der Motivation und der Wirkung auf die Mannschaft ganz, 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 ganz wichtiger Spieler. Zu der zweiten Frage, er ist jetzt nur zwei Spiele da, also das Spiel in Hoyerswerda und das nächste Heimspiel gegen Ziegelheim und ab Oktober steht er uns dann wieder zur Verfügung. Ja, wir haben ja auch schon wieder nicht halb, weil wir haben zwei Leute auf der Position haben, weil Christian Leupel in der Schweiz im Moment ist und er die Welt weiß. Aber unabhängig davon, meine Damen und Herren, denke ich, den Radisson gehört trotzdem ein großes Kompliment. Wir haben ein tolles Spiel heute abgelegt mit der Leon-Gruppe. Kompliment. Ich denke auch, die Mannschaft gehört ganz einfach in die Mitteldeutsche Oberliga als Bereicherung mit den Fans, die ihr habt. Ja. Man muss immer ein bisschen den Schlüssel noch sehen, aber nicht alles so schlimm, wie manchmal auch geschrien wird. Ja. Deswegen denke ich, waren tolle Fans. Gute Heimreise wünsche ich, schönes Wochenende noch für euch, schönen Urlaub, ja. Gesund wiederkommen, man weiß nie, was alles passiert im Urlaub. Fliegen manchmal nicht zurück, dann muss der Co-Trainer einsetzen, aber der kann es genauso gut. Der hat es ja gesehen, wie engagiert er auf der Bank ja manchmal. Aber ich, Andreas, vielen Dank nochmal, meine Damen und Herren, wenn noch Fragen wären. Ich will ganz kurz was sagen zu den Fans. Also ich muss sagen, ich kenne da so jeden ziemlich persönlich, also mit Namen, das müssen ja nur drei Wochen. Und die Fans, dass da so ein Ende noch diese kleine Angelei gab, kann ich versprechen, die sind wirklich schwer in Ordnung. Wir treiben uns überall hin und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei unseren Fans, die uns auch heute richtig toll unterstützt haben. Unser neuen Lounge, wie es seit letzter Woche heißt. Ja, und ich wünsche den Radios und viel, viel Erfolg für die nächsten Spiele, die kommen, die nicht gleich sind, denke ich. Ja. Kommen noch ein paar heiße Spiele. Unsere Mannschaft wünsche ich nächste Woche im Sachsen-Derby alles, alles Gute. Ich denke, dort werden wir auf jeden Fall gewinnen. Da bin ich mir so sicher wie etwas, wenn wir spielen nämlich dort auch gegen Grün-Weiß. Ja. Und da werden wir sehen, was bleibt. Meine Damen und Herren, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Den Radios und gute Heimreise, schöne Urlaub und den Fans nochmal alles, alles Gute. Und tschüss, schönen Abend.